大电子厂牌齐聚一堂，这是欧洲最大的消费性电子展 IFA 9月1号在柏林正式登场。其中 AI 和永续应用随处可见，从智慧洗衣机、扫地机器人，再到节能智慧家居等物联网设备，可谓是今年的最大亮点。Es mit den Geräten los, dass sie einen AI Energy Mode haben, mit dem man Energie sparen kann durch künstliche Intelligenz und dann ein gesamtes vernetztes Zuhause zusammen mit Partnergeräten für Solaranlagen bis hin zur Wärmepumpe, alle möglichen Geräte, die wirklich Energie erzeugen, aber verbrauchen, in einem holistischen Energiemanagement mit SmartThings Energy zusammengefasst. 家庭最常见的扫地机器人也出现了最新的升级版。Und das ist wirklich eine Weltneuheit, dass der jetzt die Wischmops ausfahren kann. Das nennt man Mop It Extend Technology. Und damit kommt er wirklich bis 2 mm an den Rand ran und in die Ecken. Und das ist super cool. 不止馆内活动有吸睛的顶尖科技，依法为了创造科技与生活的贴近感，今年新增了一系列活动，包括 AI 体验日、串流直接演唱会以及电竞嘉年华，让参展民众亲身体验最新的生活科技。新唐人亚太电视庄琳综合报道。